Ja, und hallo Leute, heute geht's weiter mit dem 11. Part von Dead Space 3 und wir legen gleich mal los. Gucken, was da so abgeht. So. Irgendwo höre ich doch hier so ein Pling, das heißt, wir dürfen die kleinen Bots ablegen. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was weitergespielt. Konnte es nicht mehr erwarten, wollte unbedingt mal Koop zocken. Hab's dann auch gemacht, darum hat sich ein bisschen was verändert. Dürfte aber nicht allzu viel sein. So, gucken wir mal, wo sind wir hier? Ja, eine Suchstelle, perfekt. So, das können wir auch mal reinmachen. Und in der Zeit, wo ich Koop gezockt habe, habe ich zum Beispiel mein Rig ein bisschen aufgerüstet, habe ein paar neue Klamotten bekommen und so. Aber es sollte eigentlich nicht so das Problem jetzt sein. Zack, schön alles stampfen. Mein kleiner Bot fährt da noch rum, supi. So, und dann weiter, los. Und ich habe ein paar mehr Bots. Okay, das ist ein Unterschied, stimmt schon. So, dann noch ein Fahrstuhl. Na, pfui, pfui, pfui. Schrei doch nicht so. Böse, böse Junge. Ah, danke schön. Dass die mal so einen Krach machen müssen, die Jungs. Schlimm. Muss da oben unbedingt diese Luke sein? Das gefällt mir nicht. Hat sich gerade angehört wie ein Schaf. Und sie ist, naja, ein Haufen Schrott. Die Kabine bekomme ich keinesfalls druckfest. Dann müssen wir die Kiste Remote zurück zur Reparaturbucht der Roanoke fliegen. Okay. Ich versuche mal ein Remote-Relay zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Okay. Zeigt er mir jetzt, dass ich da unten so ist? Spinnst du? Dann gucken wir erstmal hier. Jetzt sollen wir drei Teile suchen, um ein Remote-Relay zu bauen. Jo, für das Schiff halt. Und da gehen es natürlich erstmal die Leutchen hier auf den Sack. Hier, okay, erstmal nur einer. Ne, da kommt schon eine. Ne, ist bloß ein Arm von ihm, okay. Zack, zack, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Und da ist schon eins. Ja, gucken wir mal kurz hier lang. Nö, da ist nichts. Die online hier da drüben schon wieder rum, Ferkel. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Na, pfui! Na. Ach ja, merkt man vielleicht gerade, ich habe auch ein paar Platinen in meiner Waffen reingebastelt. Das heißt, sie sind dann doch schon mal ein bisschen stärker geworden. Ach ja, das war, das war. Nein, arm, das rein. Nein, sag mal. Da rüber, danke. So, so mit Öl. Nein, hör doch. Na, logisch, erwischt er, sagt mich noch. Er stand. Seine Einzelteile liegen noch da unten. Das heißt, er war noch da. Penner. Aber ich mich trotzdem. Die haben teilweise eine ganz fiese Reichweite. Putz. Aha. Der hat keine Reichweite mehr. Ups. Voller Boner. Schwinger. So, jetzt kann ich den wieder nicht treffen. Tja. Manchmal kommt da so eine Sperre, wenn die gerade irgendwie in so einen Gang rein wollen, dann kann man sie nicht mehr treffen. Weil sie halt dann, ja, schon drin sind und es da keine Fehler auftauchen, weil sie dann irgendwie im halbtoten Zustand wieder noch drin hängen. Da darf man sie halt gar nicht mehr treffen.
Witzig. Ah, mein Dartgewehr habe ich ja auch noch. Schießt so schöne große Pfeile ab. In der Mitte. Da. Ui, schön. Na. Na. Also hier nochmal hinhauen. Sieht man es besser, glaube ich. Putz. Oh, das möchte man nicht in den Kopf bekommen. Na. Pfui. Ui. Hier ist Teil 2. Hm? Ich dachte, wir hätten jetzt schon alle drei. Egal. Hier sehen wir es nicht. Na, hier ist es nicht. Schöne daran ist aber, wenn man die Butzen hier so killt, ohne ihre explosive Hand zu zerstören, kann sie als Waffe benutzen. Oh. Dann lassen wir uns hier liegen. Was sind denn die anderen? Ich höre sie doch, ich höre sie doch, ich höre sie doch. Und dann war das dritte Teil sauer. Hier bestimmt gleich raus, Bingo. Putz! Na, sicher. Trottel. Zu kurz geschossen. Gut. Tschüssi. Wow, wo kommst du denn her? Meine Güte. So, lecker an die Wand getackert. Und noch eine. Meine Fresse! Aber mit dem Pennern hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, das eingesammelt und wieder hoch da. So, das Teil zusammenbauen. Schneller. Mein Sucherbot ist zurück. Zack, und da haben wir alles. Obwohl, ich könnte ja mal Inventar leer machen. Zack. Lass mal hier. Lass mal hier. Und ein bisschen Muni können wir auch noch hier lassen. Gott, ist da viel. Ach, genau. Das Teil anbauen. Yippie. So, zack. Und runter. Und Dankeschön. Öffnen. Na komm. Ruhig rein. Danke. Offen. Das Teil rein. Na komm. Einstörung einsetzen. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Moment, auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. So, jetzt sollen wir auch noch zur Tanke. Soll ich was mitbringen von der Tanke? So, hat er nicht gerade irgendwas von der oberen Station gesagt? Wo sollen wir jetzt runter? Ah, können sich auch nicht entscheiden, die Jungs. Schlimm, schlimm, schlimm. Mir eigentlich so. Glaube ich, nehme mal was Hübscheres mit. Ach nee, ist ja gar keine. Ah. Hier haben wir unser Dartgewehr und Schnellfeuer. Haben wir nämlich auch schon Scharfschützengewehr zusammengebastelt, so ein Möchte-Semi-Sniper-Teil. Sieh, was aus den Teilen für ein Scharfschützengewehr zusammengebaut, sagen wir so. Und dann, mit L. Hm. Na, schauen wir mal. Wo jetzt haben wir fast denselben Unterbau. Egal. Absolut, wir können hier ein bisschen tackern. Da habe ich schon wieder eine Suchstelle. Ich habe Wanger. Okay, da sind auch Gegner. Das ist ungut.
Ja, Arm hier, das hin. So, okay. Machen wir uns erstmal um die Gene. Wo seid ihr? Ich höre euch. Okay, jetzt nicht mehr. Ich komme noch garantiert erst raus, wenn ich unten bin, wa? Ha, wusste ich doch. Ja, toll, ich habe ihm noch bloß den Arm abgeschossen, super. Komm her. Putzi! Oh, der lebt noch, nein, 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 warum denn? Ich möchte ihn ja mal mit den Äxten killen hier. Komm her. Warum hält er so viel aus? Warum halten die alle so viel aus? Ist das lame? Hier ist das lame. Ja, toll. Ich denke, da darf man die Axt rausziehen. Warum geht das nicht? Ich will nur die Axt haben. Ach, fang den ganzen Jungen hier. Komm. Fang, los. Ach, Menno, ist doch doof. Dann weiter hier. Nee, wir sind ja irgendwo runter. Ah, Fahrstuhl. Und Tuse Fahrstuhl, yeah. So dunkel hier. Ich krieg Angst. Nein. Ach, da. So. Super, 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 Richie. Ah, her damit. Tankstation. Gut. Immer alles einsammeln. Raus hier. Ah, hier sind wir am Pöppis vom Schiff. So, einmal den Tankstutzen einführen. Oh, oh. Wir sind schon drin. So, legen wir uns das schon mal hin für den nächsten da. Komm her, komm her. So, ist fein. Klauen wir uns die Äxte von ihm hier. Danke. Na, kommt noch einer. Warum gibst du mir die Äxte nicht raus, du Penner? Oder kommt da schon wieder einer? Dich höre ich doch schon wieder. Genau so. Danke sehr. So sind natürlich cool. Äxte vom Einklauen und... Aua! Penner! Drecksack! Wo ist die andere Axt? Wo ist die andere Axt? Wo ist die andere Axt? Ah, frier ein! Danke! Die muss doch kalt sein. Aha. Ach nö, nö, nö! Nein! Aua! Penner! Sag mal! Aus Leichen soll man das doch rausziehen können. Kann man anscheinend nicht, Penner! Wo ist denn die andere Axt von ihm jetzt weg? Wenn du, macht doch so einen Spaß mit den nächsten. So, dann bitte einmal Tankvorgang. Hä? Ach, ist schon fertig oder wie? Komplett. Okay. Muss man einem noch Saien tun? Muss man das doch. Zack. Okay, der Tank ist voll. Schon. Versuch's nochmal. Das hier ist flott. Ging flott. Okay. Ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Die Entdeckung. Es könnte heiß werden. Ist auch ein bisschen komisch, dass... Hier bleiben sie ewig bestehen. Aber wenn man irgendwas oder irgendjemanden hier in den Fahrstuhl legt, in irgendeinen Fahrstuhl, zack, lösen sie sich sofort auf. Ich weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Und unsere liebe Freundin hat jetzt alles versaut und Startsequenz initialisiert vom Schiff. Heißt, uns brennt hier alles gerade schön nieder und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mitbrennen. Ups. Du bleib mal schön da oben. Na komm. Danke sehr, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Hui. Und da ist natürlich noch ein Unsterblicher, klar, warum nicht? Macht doch Spaß. Na komm, schön runter hier. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte
viele Wege gibt es ja hier nicht. So, da. Ja, du brenn mal. Aha, hallo? Dankeschön. So. Komm her. Dann brüllt schon wieder jemand. So, ruhig. Fahrstuhl schon da? Jo, cool. Elski. Komm her. Cool, Singham, cool, Singham. Genau, das andere mit. So. So. Ha. Oh, danke schön. Da wird's jetzt heiß. Der ist auch kaputt. Die Nosse. Komm. So, ist fein. Fahrstuhl erstmal rufen. Ich will alles einsammeln. Bleib da. Pfui. So. Durch. Dankeschön. Da unten will ich wohl eher nicht hin. Das ist, glaube ich, zu heiß. Wenn der Shuttle startet, bevor er sich öffnet. Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Also die Alte hat auch nur Probleme. Es klemmt das Schleusentor. Kann auch nichts alleine machen. Tja. Komm, mach aus die Funzel hier. Ist so richtig, oder? Ja, halt. Ha! So, das hier öffnen, da mal was rumdrehen, da kommt da bestimmt wieder irgendwas. Hab's da schon gehört? Ne, geht schon weiter hier, cool. Hoppala. Jetzt bleibe ich hier und warte. Ha! Genau. So, Schränke. Ja, komm hier, komm her. So, ist fein. So. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Flugsysteme bereit, ja, toll. Komm, na, komm, na, komm, na, komm, na, komm, na, komm. Aua! Toll. It's a little bit windy inside here. Ich mach den Antrieb fest. Sieht nach militärischer Munition aus. Versuche es rauszuholen. Yeah! Oh Gott, seid bloß vorsichtig, Alter. Wir benutzen die Dinger wohl auf dem Schiff hier. Klemmt schon mehr, das heißt jetzt Gegner abballern und ab und zu mal den Motor freimachen. Cool. Na, Holzgoschen. Hui! Cool. Der finale Countdown hat begonnen. Isaac! Ich bin fast da! Das Scheißteil hat sich im Antrieb verkeilt! Was für ein Scheißteil! Muss labern! Oh! Tja! Hui! Na toll! Dankeschön. Geschafft. Er hat's geschafft. Gut gemacht. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Ich bin einfach zu gut für diese Welt. Nein. So, Antrieb kaputt, Tor anscheinend trotzdem offen. Und uns hat's rausbefördert und wir dümpeln hier mal durch den Raum. Ach, nö. Mine, Mine, Mine. Wo, Mine? Ich höre eine Mine. Warum höre ich eine Mine? Ach, da unten. Und ich höre... ein Suchpunkt. Da, irgendwo. Und schon wieder eine Mine. Wo? Wo? Oh! Dammit! Schon, sag mal, ich höre noch eine Mine. Da, so ungefähr. Ja, sind wir gut. Okay, hier kommen wir nicht hin. Das heißt, einmal kurz rumdümpeln.
ja schön. Nein, der hat gerade. Ah, ja. Flieg, mein kleiner Bot. Ups. Irgendwas schießt auf uns, was mir gar nicht gefällt. Aber wir müssen. Dann, okay, so. Dann beeilen wir uns mal, dass uns hier nicht noch was trifft. Hm. Ich sehe nichts. Egal. Oh, toll. Mine, Mine, Mine. Ich höre sie. Ich sehe sie nicht, ich höre sie nur. Schiedikowski, hier muss ich doch irgendwo hin, oder? Wer der fucking hell ist der Luke? Der erste Luke. Irgendwo. Ach so, rum sind wir jetzt. Hoppla. Ja, wer kotzen muss, immer raus damit, immer raus damit. Ha, ist ja nicht meine Wohnung. Ach, wir waren komplett falsch rum. Cool. Da. Da ist das Loch. Sonst habe ich nie Probleme, das Loch zu finden. Braucht mehr als nur Höhlenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt. Ich kann hier nicht Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. So, Leute. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Genau. Wenn Sie es sagen. Bevor ich mich aber zur Greeley aufmache, mache ich mal wieder ein kleines Päuschen. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Teil und ich verbleibe mit Yeehaw und Tschüss.